So, Freitag, Freunde der Sonne. Endlich ist es soweit. Nein, ich habe es tatsächlich endlich mal zeitlich geschafft, das Video zu drehen, was ich eigentlich vor locker 2 oder 3 Wochen hätte schon drehen wollen, aber zeitlich tatsächlich nicht geschafft habe. Und ich möchte euch in dem Video einfach mal erklären, warum, wieso, weshalb es jetzt seit knapp 6 Wochen hier bis auf 2 Posts im Community-Tab keine Videos gegeben hat, wie es weitergehen soll und ja, wie gesagt, warum, wieso, weshalb. Gleich vorweg, also, es ist nicht Feierabend, dieser Kanal hört nicht auf, ich werde den Kanal nicht löschen, es wird hier weitergehen. Ich bin so ehrlich zu euch, wenn hier irgendwann die Lichter ausgehen, dann sage ich euch das, dann gibt es dazu ein Video, dann werde ich euch mitteilen, dass jetzt hier Feierabend ist, dass keine Videos mehr kommen. Und dann ist gut. Also das wird auf jeden Fall passieren, so ehrlich bin ich. Und es wird hier kein Feierabend sein, ohne dass ich euch das sage. Wie fange ich am besten an? Ich habe es vor 3 Wochen oder vor knapp 6 Wochen habe ich das schon gesagt gehabt, dass meine beiden Mädels auf Mutter-Kind-Kur gefahren sind. Und auch hier gleich vorweg, ja, privat ist alles in Ordnung, also keine Angst, es ist nichts Schlimmes. Und in diesen 3 Wochen der Mutter-Kind-Kur war ich zu Hause, ich war auch arbeiten und habe für mich gesagt, okay, ich werde diese 3 Wochen nutzen, um ganz viele Sachen zu machen. Zum einen habe ich Dinge in der Wohnung verändert, ich habe was auf der Terrasse gemacht, ich habe Sachen weggeräumt, also weggeschmissen, habe neue Sachen gekauft, habe hier so ein paar Dinge verändert und habe auch gesagt, dass ich in diesen 3 Wochen mal Abstand von YouTube nehme und neben dem, was ich hier in der Wohnung mache, halt die Zeit auch einfach mal für mich nutze. Für mich mal durchatme, das Wetter genieße, mal rausgehe. Also ich gehe auch so raus, aber halt, ich war in Köln beim Fußball, ich war auf einer Taufe und solche Sachen halt. Und genau, weg von YouTube, einfach mal auch Sachen für mich spielen. Wenn ich zocke, Sachen für mich spielen, die halt nicht für den Kanal sind. Und ich habe zum Beispiel in dieser Zeit unheimlich viel Gefallen an Helldivers 2 gefunden. Ich habe den ersten Teil schon gespielt und der zweite Teil ist absolut grandios und der fesselt mich auch immer noch. Und dann war eigentlich der Plan, nach diesen 3 Wochen auch wieder anzufangen, wieder Videos zu produzieren und den Kanal wieder mit Material und mit Videos zu füttern und euch das zur Verfügung zu stellen. Und ich habe aber trotzdem in diesen 3 Wochen mir auch mal die Zeit genommen und habe mir meine Videos mal angeguckt und habe für mich festgestellt, dass ich persönlich mit meinen Videos unzufrieden bin. Also ich persönlich war mit der Art der Videos nicht mehr zufrieden. Ich weiß, dass ganz viele von euch jetzt bestimmt schreiben oder sich denken, ja, aber deine Videos sind doch gut und deswegen habe ich ja den Kanal abonniert und ich bin damit total zufrieden und das freut mich auch und das glaube ich euch auch. Aber nichtsdestotrotz, wenn andere mit Dingen zufrieden sind, kann man ja selber mit der Art unzufrieden sein. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber ich gehe ganz stark davon aus, ihr wisst, was ich meine. Worauf will ich hinaus? Ich fange mal so an. Ich habe für mich festgestellt, dass ich mir einen gewissen Druck selber auferlege. Und das ist zum Beispiel der erste Punkt, den ich verändern möchte. Also ihr kanntet das von vorher. In der Regel sind freitags oder mittwochs oder an anderen Tagen in regelmäßigen Abständen sind die Videos gekommen. Keine Ahnung, also ich sage jetzt mal freitags City Skylines, mittwochs Planet Zoo, ja, montags Formel 1 und das jede Woche. Und für jemanden, der natürlich arbeiten geht und YouTube eigentlich nur nebenbei macht, ist es irgendwann ja ein Druck, beziehungsweise es wird ein Krampf. Du kommst von Arbeit zum Beispiel aus einer Nachtschicht nach Hause und du weißt noch, okay, ich muss jetzt noch ein Video aufnehmen, ich muss jetzt noch City Skylines spielen und ein Video aufnehmen, damit das Freitag hochgeladen werden kann. Oder ich muss jetzt noch Planet Zoo spielen, damit das Freitag oder Mittwoch hochgeladen werden kann. Natürlich kann ich das auch an meinen freien Tagen machen. Dann weiß ich, okay, ich muss heute noch eine Stunde Planet Zoo spielen, damit ich was aufnehmen kann, damit ich das verarbeiten kann für dann und dann. Morgen muss ich noch mindestens einmal City Skyline spielen, damit ich das für dann und dann aufnehmen kann. Und das ist halt der erste Punkt, den ich verändern möchte. Ich möchte keine regelmäßigen Uploads mehr machen. Wie das Ganze dann weiter gestaltet wird, das kommt gleich im Laufe dazu. Also es soll jetzt nicht mehr so sein, dass immer freitags das eine und immer mittwochs das andere kommt, sondern die Videos sollen jetzt kommen, wenn ich der Meinung bin, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist und ich genügend Material gesammelt habe, um das Video zu erstellen. Jetzt habe ich gerade gesagt, genügend Material. Das bedeutet, ich bin zum Beispiel mit der Länge der Videos unzufrieden. Ich habe das ja schon mal angesprochen.
dass mir die Videos teilweise zu lang sind und ich selber auch in dem Schauen meiner Videos festgestellt habe, okay, hier ist jetzt ein Zeitfenster X, das gucke ich mir in keinem YouTube-Video an. Also selbst wenn ich bei anderen Leuten reingucke, gibt es immer Sachen, wo ich sage, okay, halt, stopp, ich überspringe das jetzt, weil das interessiert mich nicht, das ist zu lang, hier ist zu viel Lückenfüller drin. Und genauso ist es in meinen Videos auch gewesen. Und jetzt habe ich überlegt, wenn ich sowieso unregelmäßig uploade, dass ich mir dann halt auch locker die Zeit nehmen kann, spielen kann, aufnehmen kann, mehr Material nutzen kann, um das dann in ein kompakteres Video zusammenzuschneiden. Wie das Ganze sich dann nach hinten raus gestalten wird, wie das aussehen wird, das weiß ich noch nicht. Deswegen mache ich mir gerade diese Gedanken und bin halt noch in dieser Findungsphase, möchte euch das aber mitteilen. Das führt auch dazu, dass ich für mich gesagt habe, ich werde bei City Skylines 1 jetzt die Reißleine ziehen und werde hier einen Cut machen. Ich habe gedacht, dass mir das deutlich schwerer fällt, aber so schwer ist es mir tatsächlich dann doch nicht gefallen. Also hier kann ich schon mal sagen, bei Nora Beach werden wir so nicht weiterbauen. Und das liegt zum einen halt auch daran, dass es mich mittlerweile immer mehr ankotzt, dass die ganze Welt auf PC mittlerweile City Skylines 2 schon spielen kann. Ob es gut ist, ob es schlecht ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe mir dazu noch kein Bild gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte mich darüber noch nicht informieren, bevor ich nicht meine eigenen Erfahrungen gemacht habe. Nichtsdestotrotz ist es halt für mich mittlerweile unheimlich ermüdend, immer wieder diese Stadt von vorne anzufangen, eine neue Stadt aufzubauen. Die Stadt ist fertig, kurze Pause, neue Stadt von vorne. Also es ist einfach so, dass es gibt in City Skylines 1, außer dass eine Stadt gebaut wird, nichts mehr Großartiges zu entdecken. Und deswegen möchte ich hier die Reißleine ziehen, was nicht bedeuten soll, dass gar kein Content mehr zu City Skylines 1 auf der Konsole kommen wird, sondern es ist einfach die Art von Content, die sich eventuell verändern wird. Und da bin ich gerade dabei, mir Gedanken zu machen, wie das Ganze aussehen soll, wie sich das verändern soll und welche Art von Videos dann kommen sollen. Und ähnlich ist es halt auch bei Planet Zoo, dass ich halt zum Beispiel überlege, nochmal von vorne anzufangen im Sandbox-Modus, einfach weil ich mehr Möglichkeiten habe, weniger Zeit in Forschung und andere Sachen stecken muss und mehr Zeit habe, mich auszutoben. Und auch hier ist dann die Überlegung, die Videos eventuell kompakter zu machen, interessanter zu machen, aber auch da muss ich halt noch für mich eine Art finden, eine neue Art, um die Videos irgendwie ja, zu verbessern, so dass sie mir persönlich auch wieder gefallen, dass ich für mich wieder sagen kann, ja, mit der Art von Video bin ich zufrieden. Das ist das eine, warum es aktuell keine Videos gibt, weil ich gerade so in dieser Findungsphase bin, um zu gucken, wie ich die Art an Videos verändern kann. Das nächste ist, dass ich überlege, was ich eigentlich noch mit dem Kanal machen möchte. Also welche Art von Videos möchte ich eigentlich noch bringen, gerade im Schwerpunkt Gaming. Und da müssen wir jetzt noch weiter zurückgehen als diese letzten 6 Wochen. Und Leute, die den Kanal ja aus seiner Anfangszeit verfolgen, die wissen, dass zum Beispiel eher als die Leute, die jetzt erst in den letzten Wochen und Monaten mit dazugekommen sind. Dieser Kanal hat eigentlich angefangen mit Formel 1. Also dieser Kanal, ich habe diesen Kanal gegründet und habe angefangen, Formel 1 Videos hochzuladen. Und das war eigentlich nie geplant, mit diesem Kanal in diese, ich sag mal, Aufbausimulationsecke zu gehen. Und das war mehr oder weniger ein, ja, ich nenne es mal glücklicher Zufall. Und dieser glückliche Zufall ist aber auch gleichzeitig, ja, eine Zwickmühle. Und zwar war das so, dass ich halt, ich habe es ja gesagt, ich habe mit Formel 1 Videos angefangen und habe auch City Skylines irgendwann mit aufgenommen, weil ich den Kanal ein bisschen breiter aufstellen wollte. Und habe die ersten Städte gebaut in Streams und Let's Plays und habe dann irgendwann die Reißleine gezogen, habe gesagt, die Städte, die du hier baust, sind eine absolute Vollkatastrophe. Die sehen nicht schön aus und die funktionieren nicht und das bildet keinen Mehrwert. Also habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, City Skylines, stopp. Irgendwann habe ich alle Videos gelöscht, als ich den Kanal aufgeräumt habe ich alle Videos gelöscht und habe gesagt, so, erstmal Ende. Und habe angefangen, City Skylines nur für mich zu spielen. Und habe eine Stadt aufgebaut, die unheimlich gut funktioniert hat, die auch schön ausgesehen hat und habe in dieser Zeit unheimlich viel gelernt über dieses Spiel und seine Mechaniken. Und habe mich dann entschieden, nochmal von vorne anzufangen.
also nochmal von vorne anzufangen im Sinne von nochmal Videos auf YouTube hochzuladen. Hab die ersten 2, 3, 4 Videos aufgenommen, geschnitten, hochgeladen und durch einen, ja wirklich durch einen Zufall ist City Skylines zu diesem Zeitpunkt im PlayStation Plus Abo erschienen, als kostenloses Spiel. Es haben sich unheimlich viele Leute dieses Spiel runtergeladen und dann natürlich auf YouTube gesucht nach Tutorials, nach wie eine Stadt gestartet wird und ja, es war halt ein Zufall, dass meine Videos gefunden wurden und diese Videos sind durch die Decke gegangen. Was auch dazu geführt hat, dass der Kanal ja für meine Verhältnisse explodiert ist. Also als es damals losging, hatte ich knapp 500 Abonnenten und ich bin innerhalb von kürzester Zeit auf über 1000 Abonnenten gegangen und alle wollten City Skylines sehen. Und das ist halt, es hat mir unheimlich Spaß gemacht, diese Videos zu produzieren, diese Videos zu schneiden und euch zur Verfügung zu stellen. Und ich habe auch unheimlich viel Spaß daran gehabt, diese Städte zu bauen. Was aber dazu geführt hat, dass dieser Kanal immer mehr in eine Ecke gedrückt wurde, in die ich ihn eigentlich nie vorgesehen hatte. Also es kam dann irgendwann noch Planet Coaster mit dazu. Jetzt kam Planet Zoo mit dazu. Ich habe mich an Surviving Mars probiert. Ich habe mich an Jurassic World probiert und bin an beiden gescheitert, weil es mir beides nicht den Spaß gebracht hat, den ich mir erhofft hatte. Was ich aber damit sagen will, ist, der Kanal hat sich irgendwann in eine Richtung entwickelt, für die es eigentlich nie vorgesehen war, dass er nur einseitig in die eine Richtung geht. Es war auch nie vorgesehen, den nur für Formel 1 zu erstellen, aber er hat sich jetzt halt so entwickelt und irgendwann habe ich halt Formel 1 rausgeschmissen, weil es mir selber auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber es macht mir halt auch keinen Spaß mehr, nur noch diese Aufbausimulation zu bringen. Ich habe mich ja schon an ein bisschen Bus-Simulator zum Beispiel probiert und das hat mir wieder so ein bisschen Freude gemacht, halt auch diese Videos mit ein bisschen mehr Quatsch zu machen. Und damit will ich halt sagen, dass ich ja immer noch überlege für die Zukunft, wie es halt weitergeht. Also welche Art von Videos, von Gaming-Videos möchte ich hier noch mit reinbringen? Das bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt, weil ich immer noch Helldivers 2 hoch und runter daddel, unbedingt Helldivers 2 mit hochbringe. Aber vielleicht schneide ich dazu mal ein Video zusammen oder ich nehme irgendwas anderes mit auf. Der Formel 1 Manager 24 zeckt mich im Moment unheimlich an. Die ganzen Neuerungen, die dort mit reingebracht werden, die lesen sich sehr, sehr gut und gerade im Vergleich zu den letzten beiden Spielen, glaube ich, könnte das dieses Jahr unheimlich spannend werden, deswegen überlege ich mir den zu kaufen. Bei Formel 1 24 weiß ich noch nicht, das ist das erste Jahr, in dem ich mir kein Formel 1 Spiel gekauft habe und auch da weiß ich noch nicht, ob ich es mir doch noch hole und das wieder mit hochnehme, weil auch da mir die Art der Videos eigentlich unheimlich viel Spaß gemacht hat, das mit den TV-Perspektiven und so zusammenzuschneiden, das so ein bisschen zu kommentieren. Und da muss ich halt einfach schauen. Also ich muss halt einfach schauen, inwieweit sich das jetzt verändert, welche Videos ich mit reinbringe und wie die Videos sich verändern sollen. Es wird sich was verändern, was habe ich euch jetzt erklärt und ich kann aber noch nicht sagen, wann es halt weitergeht, weil ich halt immer noch nach dem suche, was im Moment so für mich, was mich halt wieder mit ranholt, was mir halt Spaß macht, die Art von Video. Die Gedanken, Grundgedanken habe ich schon. Ich bin jetzt letzten Endes dabei, das in eine finale Phase zu bringen, aber ich kann euch halt nicht sagen, wie lange das Ganze dauert und wie das Ganze nach hinten raus aussehen wird, weil ich es halt selber noch nicht weiß. Genau, das ist einfach der Punkt und ich glaube einfach, dass ich ehrlich zu euch bin und bin einfach gespannt jetzt auf das, was in Zukunft hier wartet, wie es weitergeht und ab wann es weitergeht. Dass es weitergehen wird, steht fest. Wir müssen halt gucken, wann und wie. Genau. Das soll es gewesen sein, das Wort zum Freitag. Und ich denke und hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich wollte es euch einfach mal mitteilen und bin froh, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, das Ganze auch aufzunehmen und auch in Videoform an euch ranzubringen. Und dann gucken wir einfach mal, was die Zukunft bereithält. Von daher, geht raus, genießt die Sonne, ist ein schöner Tag heute. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, erholt euch, bleibt gesund und wir sehen und hören uns auf jeden Fall wieder. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussehen wird. Von daher, geht da steil, bleibt da geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.